Und willkommen zurück zu Pixar, meine lieben Freunde. Und in dieser Folge werde ich genau das machen, was gerade hinten im Hintergrund runterkommt. Ein paar Lootstrahlen looten. Ganz viele. Ich will mal ein bisschen mehr von dem, was da drin ist, ein bisschen verbesserte Sachen farmen. Da ich jetzt im Moment alleine bin, bringt das jetzt nichts, in der Instanz rum zu gurken. Ich könnte es vielleicht noch machen mit meinem Zauberstab. Ich habe übrigens einen besseren, verbesserten Zauberstab, oder besser den Master-Zauberstab schon gecraftet, aber der ist nicht so gut wie der hier. Deswegen habe ich den mal gelassen. Es hat doch jemand in den Kommentaren geschrieben, Dex, nenn doch den anderen Gargoyle mal. Gut, das war eigentlich eine super Idee. Ich wollte dem keinen Namen geben, weil das natürlich nicht meiner ist. Oder der ist ja auch nicht meiner, das sind ja eigentlich alle unsere. Aber weil der jetzt keinen Namen bekommen hat, nehme ich den jetzt einfach und schreibe den Namen um. Terence Kinnhaken. Fand ich gut. Kinnhaken. Ich glaube, das kann man so lassen, oder? Ne? Ich denke mal. Terence Kinnhaken. Und Bartkoma-Schelle. Finde ich gut. Level 25, Level 24. Ich glaube, der... Welcher war denn der? Der Low-Bob. Ich glaube, das war der Low-Bob und das war der High-Bob. Weiß ich. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also wir gehen jetzt mal ganz kurz erstmal zu diesem einen Loot-Drop. Wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken, was da drin ist. Hier ist, glaube ich, nichts Besonderes, denke ich mal, drin. Aber man weiß ja nie. Na, guck mal, da. So gar nicht mal so schlecht. Taken wir all. Und das machen wir das nämlich jetzt überall, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Lootstrahlen sind meistens immer ganz, ganz lukrativ. Immer ganz gute Sachen drin. Und das will ich auch ganz gerne, sag ich mal, muss das hier wieder, mein, oh, war ich das gerade? Ah ja, das war mein, okay. Huch, wo schweben die denn? Ah, okay. Sie spawnen gerade. So, wir gehen mal ganz kurz direkt hinten hin. Das ist aber hoffentlich nicht im Wasser. Ansonsten nehmen wir den nämlich nicht. Oh, der ist doch im Wasser. Nee, den nehmen wir nicht. Es ist mir zu gefährlich. Aber so ein Wassertier werde ich mir in den nächsten Tagen auch mal zähmen. Der Metalbäcker hat das natürlich schon gemacht. War ja logisch. Metalbäcker ist ja immer im Wasser unterwegs. Aber das haben wir echt noch gar nicht gemacht. Und ich wollte jetzt ein bisschen mal... was ist das denn da? Achso, das ist eine Quest. Wir machen erstmal ein paar Lootstrahlen. Irgendwas Böses in der Nähe? Nee. Alles in ordentlichen Ordnung. Kann ich den noch nicht... Kann man den nicht, ne? Oder ist er verbuggt? Oder kann ich den einfach vom Level noch nicht? Welche Farbe ist das denn überhaupt hier? Ist das weiß? Oder ist das die Farbe von dem hier? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich doch erst weiter runter. Ah, da geht's. Was haben wir denn da? Ah, cool. Ah ja, das ist cool. Da kann man Firefly in so eine Lampe, glaube ich, einbauen. Und dann leuchtet die. Das ist cool für mein Häusli. Da. Auf der 8. Firefly Ceiling Lamp Blueprint. Das ist cool. Gibt coole Sachen. Und ich glaube, mit der Gargoyle-Geschwindigkeit kann man hier echt geile Sachen looten. Ich mache das jetzt einfach mal. Eine ganze Folge lang mal looten wie so ein Weltmeister. Ich sollte, glaube ich, auch mal wieder ein paar Quests machen. Und wir müssten auch mal wirklich ein paar Teleporter, ob es dieser, wie heißen sie nochmal? Essen sie nochmal diese Dinger, wo man da durch da. Ich hab's vergessen. Diese Dinger hier eben. Da müssen wir echt öfter mal wieder mal rein flutschen, öfters mal nutzen. Das haben wir in den letzten Tagen gar nichts mehr gemacht. Und bis in den letzten Folgen. So. Die Mauer ist übrigens noch nicht fertig. Ich muss nochmal mit Metalbäcker besprechen, wo wir das bei ihm weitermachen.
Wir wollen hier mal die Mauer natürlich nicht so störend bauen, dass es bei. Das ist ein Ankühler. Brennt der? Nee. Ach, der ist auch noch hier. Schlagen. Schlagen. Okay, was war das? Achso, stimmt ja, ich muss ja fliegen dabei. So, ihr kämpft, ich loote. Was haben wir da drin? Okay, ein Sattel. Und Lederhosen. Das ist jetzt nicht der Brenner gewesen, aber wenigstens ein Sattel. Ein Sattel ist immer cool. Der Stein sieht ja cool aus hier. Guck mal hier, schweben Steine. Blöcke. Ich guck gerade mal so ein bisschen um mich herum, ob ich hier vielleicht irgendwelche Materialien finde, die wir vielleicht noch brauchen oder die wir noch nicht gemacht haben. Was ist denn das hier eigentlich im Wasser? Irgendwas Korallenzeugs, Gemüse. Mal weitergehen. Weiter, 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 weiter. Der Geiger ist einfach super cool. Ich finde den so geil. Leider hat er natürlich nicht so eine Power. Ah, hier ist ein Kanu. Wir brauchen auch noch ein Kanu. Oh, shit. Ich brauche hier... Landen. Absteigen. Scannen. Level 7. Nee. Ihr habt ja in der Baufolge beim Gemüsebeet mitbekommen, dass der... Da hinten ist noch einer. Dass der... Unser Lolli, weiß der Geier was, Big Lolli, tot gemacht wurde in East. Von böse, böse, böse. Oh, nee. Die wollen wir jetzt nicht. Von einem 7er Skorpion. Kommt er schon? Ist er schon da? Nee. Muss noch kommen. Dauert noch was? Können wir weiterfliegen? Fliegen wir erstmal weiter. Wir haben doch keine Zeit. Ah, hier sind die ganzen Bäume, die Akuma bei sich gepflanzt hat im Garten, im Wasserbeet. Oh, im Wasser. Jetzt gucke ich mal, ob ich da irgendwie sicher dran komme. Okay. Huh? Sag jetzt nicht, das Gas verschwunden. Ja. Tolle Wurst. Wurst. Oh, das ist ein Drachen. Die schweben alle in der Luft und wenn man dann an denen vorbeifliegt, da fallen sie. Da kommt er, der Lootstrahl. Oh fuck. Der Lootstrahl wird bewacht. Kann ich hier runter? Sieht er mich nicht? Cool bleiben. Wir wollen nur den Loot. Wir wollen nur den Loot. Wir brauchen den Loot. Take all. Irgendwelche Zauber. Cool. Cool, cool, cool. Wir brauchen sowieso Zauber. Aber ich glaube, das Gebiet ist echt böse. Sehr böse. Oh, fuck. Die hat mich gesehen, oder? Nö. Ah, hinten sind zwei. Cool. Dann gehen wir mal ganz kurz dorthin. Irgendwie baut sich gerade heute alles ein bisschen spät alles auf. Ne? Komisch. Ich bin, glaube ich, zu schnell mit dem. Ja, das kommt erst runter. Der da hinten auch bestimmt. Oh, der ist auch gleich schon da. Ist er gleich schon da. La, la, la. Hatte ich schon mal erwähnt gehabt, dass mir PixArt sehr gut gefällt. Es macht einfach voll viel Spaß. Ich mag übrigens das ganze Blöcke bauen. Man muss ja nicht unbedingt immer aus den ganzen Baumaterialien bauen. Man kann ja einfach nur mit den Blöcken schon irgendwas bauen, wenn man es damals gemacht hat. In die Minecraft. Okay, greift ihr euch da mal an. Oh, was haben wir denn da?
Aha. Wooden Fence Blueprint. Okay, was haben wir hier? Workbench. Oh, nimm mal mit. Komm mal bei mir zu Hause. Ups. Au. Schwinde. Aua. Bart, tu was. Hau ihn um. Sie Arsch. So ein Paracera wäre auch cool. Ich finde die Paracera irgendwie viel schöner hier im Pixar als in, bei Ark selber. Weil irgendwie sehen die so ein bisschen freundlicher aus und nicht so dämlich. So, gucken mal. Da hinten kommen die zwei noch runter, oder? Oh, hier ist noch einer. Okay. Kenne ich das eigentlich? Kann ich eigentlich absteigen, währenddessen der schwebt? Ja. Hat sogar gut geklappt. Oh, schnell weg. Hünger, Hünger! So, pass auf, was habe ich jetzt gerade bekommen? Einmal ein... Okay, ist ja geil. Also, soweit ich das verstanden habe, ist das ein Getränk, der meine Lore stärker macht oder unzerstörbar? Ist das richtig? Und was ist das hier? Ein Water Reservoir. Das ist gut. Oh. Megamanta. Boah, so Megamanta würde ich gerne auch zähmen. So, wir gehen mal weiter. Weiter auf der Lootstrahlstraße. Mir ist gerade eben irgendwo ein Firefly gestorben. Ich habe keine Ahnung wo. Es stand noch nicht mal, wer den gekillt hat. Es stand einfach nur, dass er gestorben ist. Ist bestimmt verhungert. Vielleicht war der irgendwo unterirdisch oder sowas. Zu weit weg vom Futternapf. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich will aber gar nicht wissen, ob die stark sind. Komm, wir machen die mal. Geht ja. 43er, ich weiß nicht, wie lang der aushält. Oh, bam. So, hinsetzen. Und looten. Heilen. Aber wir sind wenigstens ein, machen wir ein bisschen Damage mehr. Man weiß ja nie. Irgendwas verpasst, nur dieses Futterzeugs. Erstmal zum Strahl, bevor es wieder ganz dunkel wird. Ja. Komm, Skeletto Boy machen wir auch noch platt. Zombie Boy, Skeletto Boy. Mit der Commander. Bom. Einfach geköpft. Perfekt. So. Ich glaube, wir sind für 2 Sekunden haben wir Ruhe. Ui. Wir looten. Oh, guck mal hier. Eine Bank. Was ist das? Eine Brücke. Was ist das? Ein Bett. Oh, guck mal hier. Voll das Wolken. Ach, ist ja geil. Das sind coole Sachen. Was ist das für ein Sattel gewesen? Coole Sachen eigentlich, weil das sind so Sachen, die ich selber nicht bauen wollte, weil, was ist das für ein Sattel? Okay. Flügi-Sattel. Weil ich die ja im Haupthaus habe. Aber wenn man die ja schon einmal bekommt, warum soll ich die ja nicht, setzen? Wir gehen mal da in die Richtung. Quest. Ne, ist mir zu schnell. Ach ne, Spooky-Pflanze, die trifft doch immer. Muss voll aufpassen. Spooky-Pflanze. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Da. Ein Polarbär würde ich auch gerne mal zählen. Sieht cool aus, auch bei Nacht. Sieht ganz schick aus. Hallo.
Hallo, Spencer. Ich hab kalt. Wölfe. Gefährlicher Loot, glaube ich, ne? Wir könnten es aber trotzdem schaffen. Toi, toi, toi. Ich gehe mal ein bisschen näher, oh Gott. Ah, kann man ja perfekt so looten. Oh, guck mal hier. Okay, aber ist er besser als meine? Ich glaube schon, ne? 100 und 100. Aha, aha. Und hier habe ich schon wieder so ein. Wie heißt der Actionfilm? Protect-Film. Die ist wirklich besser als meine, ne? Weapon Damage. Ich glaube, die ist besser. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Weapon Damage weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das. Oh Gott, das ist ein Wolf hier killen. Machen wir mal Folgendes. Zack. Das sind sie. Wir haben ein paar Grüne. Man findet eigentlich ganz coole Sachen, ne? Aber richtig coole Sachen. Man muss sie nur lernen eben. Use Item. Use Item. Und da auf der 9 ist noch was. Use Item, auch das. Ihr wisst ja, ne? Enneagrams, ganz unten Architektur. Und dann kann man nämlich diese Sachen, hier sind sie nämlich. Die kann man nämlich nicht erlernen. Die muss man irgendwie finden. Oder besser, die muss man finden. Und das ist ganz cool. Wir können ja wirklich echt mal die ganzen Lootstrahlen abklappern. Also das Bett ist schon ganz cool, weil ich brauche ja ein Bett oben. Und ich fand dieses Standardbett eigentlich jetzt eher so ein bisschen lasch. Aber cool, dass es sowas hier gibt. Oh, eins mit dem Mauerblatt. Jam. Das macht auch schon Schaden, ne? Aber Level 14 ist okay. Das Level. Meines Level 25 war das? 26. Das ist schon stark, finde ich. Das ist ja echt eigentlich ein totaler Low-Bob. Ich muss mir mal wirklich einen besseren craften. Craften zähmen. Schnell. Cool. Ah. Ich habe einen Taurensattel bekommen, Leute. Geil. Nächster Loot da hinten und da vorne. Ich gehe lieber zu dem da hinten. Und nicht zu dem da vorne. You know. Oh, ich liebe es, wenn das Ganze, die ganzen Kristalle oberirdisch leuchten. Kommt der jetzt gerade runter? Ne, der ist bald weg. Schnell! Zum Glück habe ich mir von meiner Base diesen Standard, also die Fahne gemacht, das ist immer ganz gut, die Standarte, weil ich den Weg hier niemals wieder zurückfinden würde. Verarscht, du. Ist genau vor meiner Nase verschwunden. Oh, den will ich jetzt nicht hinter mir haben. Der ist mir zu schnell. Und du böse. Gehen wir mal vorne gucken. Schon geiles Gebiet hier, ne? Sieht richtig böse aus. Ich komme. Okay. Eichelkrötensattel, den brauchen wir gar nicht. Vielleicht irgendwann mal. Irgendwann. Gibt es keine Loots mehr hier in der Ecke? Da hinten sind alle. Wollen wir mal dahin. Wir düsen mal. War jetzt natürlich nicht das herausragendste drin gewesen bisher. Die Bäume sehen cool aus, ne? Wie die hier diesen Schein drumherum haben. Das sieht ja echt voll fett aus hier.
Na, weg hier. Hinter mir? Nö. Der Kollege, der schwebt hier wie eine Rakete, dass das Spiel es nur nicht mal schafft aufzubauen hier. Oh, ein Lila. Den nehme ich mal mit. Hoffentlich kann ich den schon looten. Ich bin 61. Wir warten mal ganz kurz. Lila, lila, rosa, rosa, lila, rosa, rosa, lila. Rosa, rote Panther. Boah, ist das schnell. Oh, direkt hier, noch im Schneegebiet. Oh, fighten wir irgendwas, was wir hier niederklopfen könnten. Da siehst du mal hier ein paar. Unglaublich stark. Mal schnell heilen. Heile! Heftig, ey. Der war Level 34, der Wolf. Bevor nämlich der Loot jetzt runterkommt, ich könnte es auch ohne den Wolf zu bekämpfen machen. Ihr habt ja gesehen, auf der Schulter kurz stehen. Aber wir sind lieber da in Ruhe oder Hektik da rein zu looten. Looten. Maximalgeschwindigkeit. Da steht es schon direkt unter mir. Ah, ich kann dann so einpacken, ist ja geil. Was haben wir hier? Quetzalsattel. Sauropod. Ah, Bronto. Oh, ich bin zu schwer. Bronto-Sattel. Ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen in mein Tier rüber transferieren, weil ich bin ein little bit schwer geworden. Wir haben too much Sattel in der auf der Tasche. Noch irgendwas zu lernen? Nö. Wiegt das viel? Naja. Bin schon wieder voll geheilt. Cool. Mal ein guter Loot. Nächster Loot. Ist das ein oranger Strahl? Das werden wir uns mal ganz kurz von nahen angucken. Oh, ist das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gerade eine richtig gemütliche Runde. Mal nichts bauen, mal nichts graben, mal nichts zähmen. Boah, ich werde mir in den nächsten Tagen einen neuen Gargoyle zähmen. Einen viel besseren, einen stärkeren. So, boah, ich stell mir mal vor, der ist ja gerade mal Level 25 und der war. Was ist denn der gewesen vom Level 7, 8, 9? 12? Maximum? Oh. Was ist los? Keine Ausdauer mehr. Lande. Aber wie gesagt, stellt euch vor, wenn der jetzt, keine Ahnung, Level 50, 80, 100 ist. Shit. Lande. Das ist auch so eine schöne Stelle. Da habe ich mich noch nicht reingetraut ins Kühlnass. Man weiß ja nie. So, sind wir wieder voll? Wir sind wieder voll. Und los geht's. Wo ist der orange Strahl? Orange. Schneller! Irgendwie Angst, dass der gleich wieder verschwindet, weil der ist schon auf dem Boden, so wie das aussieht. Der ist wieder im Wasser hier rechts. Ich will den orangen Strahl haben.
Hier ist so ein Eisklümpchen, ist auch cool. Oh, oh, hoffentlich verschwindet er nicht. Oh, der ist eigentlich noch längere Zeit da. Oh, jetzt sag nicht, der ist im Wasser. Der ist golden oder was? Könnte ich eigentlich locker schaffen. Ich könnte auch wieder ganz nah rangehen. Oh, oh Gott. Ach, guck dir mal da. Ach, das sind weit über. Oh, ich wollte gerade sagen, das sind die Haie. Lute den Strahl. Nein, nein, ich würde gar fliegen. Kann ich den Strahl looten? Ich glaube, das geht noch nicht in meinem Level, oder? Sorry. Ach, da steht's doch. Nein, Level 70, geil! Den hätte ich gerne gehabt. Level 61 bin ich. Ja, shit, verdammt. Gut, dann gehen wir den. Mist, ein goldener Strahl. Grün haben wir noch da hinten. Weiß hier vorne, weiß was. Nehmen wir den hier vorne. Wir sind ja ziemlich nah dran. Schade, einen goldenen Strahl, das wäre jetzt... Da hätte ich jetzt gerne mal reingeguckt. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was das ist. Oder was da drin ist. Muss ich mich mit Weiß zufrieden geben. Nein, nicht ins Wasser. Nein, nein, du Arsch. Was ist los? So. Okay, wieder das übliche Zeugs, Pulle, Pulle-Gesöff. Dann ist ein grüner, nehmen wir den hier vorne. Schade, da unten ist er und ich kann nicht nehmen. Jetzt ist denn dort. Aber echt zum Empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ihr habt ja bestimmt schon länger gespielt als ich. Ich spiele ja nicht so oft PixArk. Wir haben natürlich unsere ganzen anderen Let's Plays, die müssen ja auch noch gespielt werden. Das heißt, so gesehen, ich kann jetzt hier nicht, wie das damals bei Ark war, da habe ich mich wirklich komplett nur noch auf Ark konzentriert. Hier ist das natürlich nicht so. Nein. Nein. Gerade verschwunden vor mir, du blödes Ding. Gibt es noch was Schnelleres als ein Gargoyle? Ich habe irgendwie das Gefühl, das kann nicht sein, ey. Sogar der Fairy-Dingsbums-Drache-Dragon, der ist ja langsamer, viel, viel langsamer als der Gargoyle. Ich will hoffen, dass er nie genervt wird, weil es ist echt cool. So ein richtiges, cooles Reisetier. Nein. Das ist ein Kreuz auf dem Boden. What the fuck? What? Warum ist dein Kreuz? Hier ruht Gargol. But. Na 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 na. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Nicht nur im Stream, auch bei PixArk, auch bei Ark. Da gibt es ja jetzt dieses. Gut bleiben. Ich will nur den Loot. Arsch. Jetzt kriegst du es auf den Sack. Level 5, Junge. Du bist tot, Mann! Du bist tot! Aua! Oh, eine Kiste. Heile! Hä? Bug? Oh, mach doch keinen Sch... Der, wenn der immer schreit, dann denke ich mir jedes Mal, der wird angegriffen oder sowas ähnlich. Hallo? Da ging's. Ah. Ein Triceratops-Sattel und ein Blueprint für den Western-Sally. Cool. Ja, dann.
Werwolf sind zu stark. Level up ist er aber. Ein bisschen mehr Damage. Ich könnte ja mal Geschwindigkeit machen. Ne? Geschwindigkeit wäre ja gar nicht so schlecht. Wo sind die nächsten Strahlen? Da hinten ist ein blauer. Ja, cool. Machen wir den letzten Strahl noch. Ich glaube, das ist sonst zu viel. Looten bis zum geht nicht mehr. Aber also, ich finde das gerade ganz cool, dass man... Das lohnt sich irgendwie auch. Ich finde erst recht, wenn man diese ganzen Blauprints bekommt. Blueprints. Blaupausen, meine ich. Dass man eben in dem Architekturbereich dort die Sachen freischaltet und dann auch so gesehen, man kann sie ja gesehen dann craften für die anderen auch. Ey, guck mal, ich habe jetzt dies und das gerade erlernt oder gerade gefunden. Ah, kommt noch runter. Okay. Hoffentlich kann ich den überhaupt looten. Sind die aggressiv? Jetzt ehrlich? Ach komm. Der macht doch viel Schaden, ey. Der macht 94 Schaden, ich nur 75. Keine Chance. Oh, oh, oh. Der macht mich hier platt. Kommt er mir noch hinterher? Ja, kommt er. Ich muss mich mal kurz heilen. Geht das überhaupt noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Hatte ich eben schon. Wir warten kurz, bis der Strahl runterkommt. Zack, drauf und los. Oh, ist der wirklich so langsam? Ja, der ist voll langsam. Alter, der hat ja richtig zweimal zugeschlagen, da war ich ja fast tot, ey. Tschüss. Oh, jetzt kommt noch der blöde Gorilla hier unten. Der ist bestimmt auch voll stark, also lieber aufpassen. Mein armer Gargoyle schwitzt sich Blut. Er schwitzt sich das Blut raus. Oh, was haben wir da? Was ist das denn hier? Ah, okay. Smoke Grenade. Naja, ich glaube, der blaue Strahl war jetzt nicht so der Renner, fand ich. Aber es sieht voll schön hier aus, ne? Sieht aus wie so eine Wintermärchenlandschaft. Gefällt. So, Richtung Fähnchen geradeaus. Und dann sage ich dann erstmal, wir sind ja jetzt wirklich von einem Loot zum nächsten Loot gefahren, geflogen, gedüst. Und es hat mich wirklich Spaß gemacht. Und deswegen sage ich dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und dann sind wir, denke ich mal, wieder komplett alle zusammen. Und dann werden wir nämlich mal wieder mal... Ich würde ganz gerne nochmal so ein Dungeon machen. Wir sind ja jetzt vielleicht ein bisschen stärker als vorher. Und dann können wir ja vielleicht mal wieder ein paar Loots aus den Kisten, aus den Dungeons rauspoolen, weil da ist ja echt guter Loot drin. Zum Beispiel der Eis-Dungeon war ja ziemlich heftig, da sind wir ja überhaupt nicht weit gekommen. Durch den ersten Korridor. Noch nicht mal. Aber das werden wir noch nachholen. Dann sage ich nochmal tschüss. Wir sehen uns. Däumchen hoch. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, ist ja für euch da draußen immer ganz Logo, wenn ihr selber mal einen Server haben möchtet. Und weil ihr euch das auf den Sack geht, auf dem öffentlichen Server irgendwie den Platz zu finden oder weil alles vollgebaut ist oder weil die lecken oder sonst was, guckt mal unten in die Videobeschreibung, gibt es nämlich einen Link zu G-Portal und das ist ein Link, der da kriegt ihr nämlich von meinem Link aus 5% auf euren ersten Server. Also, wenn ihr euch sowieso einen Server nehmen solltet, denkt an mich, könnt ihr da unten hinklicken, kriegt ihr den direkt mal 5% billiger. Wäre logisch, ne? Bis denn. Und tschüss. Wir sind zu Hause.